Werte Zuschauer, ich habe mir heute einen Quoten-Kevin eingeladen. Das bin ich. Ich habe dem Alex ein nettes Geschenk mitgebracht. Was hast du denn da mitgebracht, lieber Kevin? Diese Jelly Beans. Allerdings sind das keine normalen Jelly Beans, sondern die sogenannte Bean Boozled Edition. Was ist denn die Bean Boozled Edition? Du hast einen Packen Jelly Beans und dazu dieses wunderbare Glücksrad. Oh mein Gott, sogar ein Glücksrad? Ein Glücksrad ist dabei. Du drehst eine Farbe. Diese Farbe beinhaltet zwei Sorten. Drehst du beispielsweise weiß, enthältst du entweder Kokosgeschmack oder Babywindeln. Babywindeln. Hast du mich gerade verarscht? Nein, ich habe dich nicht verarscht. Du hast ja gesagt, da ist ekliges Zeug dabei, aber Babywindel, Alter? Wie soll denn das... Das wird dafür schlimmer. Woher weiß man denn aber auch, wie Babywindel... Na, weißt du nicht, wie Babywindeln schmecken? Jetzt mal ohne Mist, also ich hoffe, dass das nur Aroma ist und keine tatsächliche Babywindel. Kann Spuren von Kinderkot enthalten. Halt's Maul. Also Tutti Frutti ist klar oder stinkende Socken. Wie vom Alex höchstpersönlich. Ich hab nicht mal Stinkefüße. Limone oder gemähtes Gras? Drei Beeren oder Zahnpasta? Butterpopcorn oder faules Ei, Alter? Oh. Pfirsich oder erbrochenes? What? Das kriege ich nicht hin. Also bei erbrochenes ist dann der Moment, der war dieser Eimer ins Spiel kommt. Ansonsten haben wir noch saftige Birne oder Nasenpopel. Oder Schokoladenpudding und Hundefutter. Oh mein Gott. Ja, aber wir haben uns natürlich gedacht, da muss man natürlich eine Challenge daraus machen. Wir werden eine Nicht-Lachen-Challenge machen. Das Ganze wird in einem Livestream stattfinden. In diesem Livestream dürfen alle Leute, und den haben wir überall angekündigt, auf Instagram, auf Facebook, auf WhatsApp, auf Discord, überall, dürfen die Leute ihren Vorschlag in die Kommentare schreiben. Und dann gucken wir uns ein Video an, was die Leute ausgesucht haben und versuchen nicht zu lachen. Und wer lacht, muss am Rad drehen. Durch seinen Kopf wurde alles geschaffen. Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes. Alles, was Gott schuf, war ein Schuh. Dann formte er den ersten Menschen aus Scheiße. Er blies in seinen Arsch. Dieser erste Mensch hieß Marcel Davis. Dann nahm der Herr eine Rippe Marcels und formte daraus eine Frau. Das war die erste Frau. Sie hieß die Engel Eva. Und sie lebten glücklich in seiner Gegenwart in einem schönen Garten genannt EBK. Mach Pause! Scheiße! Ich hab jetzt Tränen im Auge, Alter! Edek Marcel Davis, Alter! Tja, der war schon hart! Ey, weißt du, wo es erste Mal knapp war? Wo es. Oh, Edek hat mir den Rest gegeben! Weißt du, wo es erste Mal knapp war? Das war, als er sagte, du blies in seinen Arsch! Ja! Ich fand ja schon fest, er formte den Menschen aus einem Schuh. Komm, jetzt dreh! Okay. Dreh den Scheiß. Hast du gedreht? Ja. Ein Tutti Frutti. Entweder Tutti Frutti oder stinkende Socken. Man muss schon so 20 Sekunden kauen, oder? Okay, na dann. Ich hab Tutti Frutti. Ehrlich? Nein. Ich hab Tutti Frutti. Scheiße. Es gab Leid und Tod. Und Kot und kein Brot. In der Bibel offenbart Gott seinen Plan, die Menschen zu besamen. Einen Teil seines Planes offenbarte Gott dem Propheten Abraham. Er versprach ihm, viel zu kommen. So zahlreich wie Sandkörner am Meer. Und wie die Sterne am Himmel. Und wie Sand am Himmel. Aber Gott sprach, du im gleichen Moment sah er einen Widder. Fuck! Er ging hin, nahm den Widder und fiel Sand ihn am Himmel seines eigenen Sohnes. So was Einfaches, da lachst du, Alter. Also, das ist ein Klassiker. Oh, Sand am Mann. Himmel. So wie Sand am Himmel. Sand am Himmel und Sand am Himmel. Das heißt Schoko oder Hundefutter. Oh, ja, Hundefutter. Komm mal unten! Das geht voll durch die Nase! Oh, wie Mann! Wolle! Oh, das ist ekelhaft!
trinken. Wie trinken? Nö, wir haben nichts von trinken erwähnt. Nein! Nein! Inzwischen. Oh, der Tee ist so heiß. Den musst du doch ein bisschen abkühlen lassen. Passend, ne? Für so eine. Für so eine Runde hier, auf jeden Fall. Ja, dann, es ist natürlich sehr kalt auf den Straßen, aber macht euch einen gemütlichen Zuhause schön mit normaler Ecke. Es muss irgendwas bei dieser Verkäuferei geben, das wir nicht verstehen. Andere können es doch auch. Ich meine, guck mal hier. Es ist Apo. Red Chips, die sind lecker. Klasse. Meine Frau lässt sich einen Penis wachsen. Ist gut für die Stimme. Oh, Leute, ich bin so sprachlos. Sie verhindert. Ja! Jawohl! Ey, wieso lache ich immer so mal? Babywindeln! Nächste. Komm, Babywindeln, ja! Oh mein Gott, nein! Kokos oder Babywindeln? Oh mein Gott, scheiße. Bitte. Herr Gott im Himmel, gib ihm Babywindeln. Schon, bitte. Ja! Jawohl! Boah! Sagt der Franjo wirklich zu mir? Nein! Ein lautes Wasser bitte! Könnte auch schon ein lautes Wasser haben, ist aber nicht zu laut, ja? Gut, schmeckt. Ich hab ihn nicht verstanden, weil du so laut warst. Das schmeckt! Das Wasser schmeckt. Ach, es schmeckt, ja. Ja. Es war witzig, aber ich hab mich jetzt nicht weggehauen. Scheiße. Aber ich find's geil, dass du jetzt drehen darfst. Auf geht's. Oh, das war echt gut. Das war geil. Das, muss ich zugeben, also, das Video war gut. Ey. So, bitte eine gute. Wir haben Zahnpasta oder Blaubeere? Ich hab Blaubeere. Ach du Wichser, ey. Mega lecker. Absolut lächerlich. It's a final countdown. Penis. Jetzt und Abi schon, Mann! Oh! Oh, komm, wir haben gleichzeitig gelacht, also müssen wir gleichzeitig. Ja. Das ist es. Oh, ich glaube, das ist erbrochenes. Das ist Kotze, oder? Okay, warte. Jetzt du. Baby mit mir! Und nicht schon wieder, Alter. 3, 2, 1. Ich hab Pfirsich. Oh, ich hab schon wieder die Wände. Jawoll! Schmecken super. Oh, das ist ekelhaft. Kleine Spende bitte! Kleine Spende! This kid's definitely on crack. Ja! Ich weiß nicht, warum ich da lache. Ich war eigentlich echt traurig. Ey, ich bin, das kommt jetzt falsch rüber, Leute. Ich fand das eigentlich wirklich traurig. Das Ding ist nur, als ich so geschrien habe, ich spende! Ich spende! Und irgendjemand im Hintergrund, das im Hintergrund fand ich am lustigsten. Ich dachte, so geht's doch, oder was? Genau. Boah, das ist zu fies, man. Darüber kann man doch nicht lachen, ey. Bitte, Hundefutter, komm. Schokolade. Nein! Mann! Oh, Hundefutter ist so mies, ne? Remy, komm. Remy, sit. Speak. Fuck! Good boy. Dann machen wir alles oder nichts Runde. Wenn du es jetzt schaffst, dann muss ich ein essen aus Strafe. Wenn du es nicht schaffst, musst du 3. 3. Remy, sit. Speak. Fuck. Good boy. Nein, Alter. Das hat er echt geschafft. Eine gelb-weiß gefleckte. Oh, die hat man noch gar nicht. Die hat man noch nicht. Erbrochenes? Das ist Popcorn oder verrottete Eier. Boah, ne. Das ist Popcorn, oder? Hm? Ach, Mann!
Das bekannte Tagungshaus der Otto-Maue-Stiftung in der Nähe Eutins. Diese Männer haben sich nicht zum Zeitvertreib versammelt. Sie haben ein gemeinsames Problem. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ausgenommen dieser Mann. Er heißt Arthur und ist Deutschlands einziger Pränominaltherapeut. Was für ein Ding? Pränominaltherapeut. Versteckt. Einige haben gesagt, ich heiße natürlich Dieter. Es heißt keiner natürlich Dieter. Das ist der 93er Dieter, der Kevin von heute. Das könnte sein, ne? Jeweils eine Woche dauern die vornamenstherapeutischen Gruppenseminare, in denen Menschen, die sich durch ihren Vornamen in ihrer seelischen Entwicklung gestört fühlen, psychologische Hilfe erhalten. Nicht so schwach in den Knien. Du wirst im Grunde zu schwache Knie. Dieter? Dieter! Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Dieter! Ja. Dieter! Jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar. Und jetzt machen wir Dieter! Ja. Dieter! Nein! Ja! Ich bin also. Habt ihr sowas? Komm schon mit den Stinkesocken. Zu dich, Frutti, oder? Wie kann man so Glück haben? Du siehst also, die Möglichkeiten, hier den Bergsteiger zu machen, sind sehr, sehr vielfältig. Das ja, Wichtige ist, dass du diese Übung langsam machst, sodass der Cock tief in den Boden reingeht. Und auch die Sars-Cock-Muskulatur. Wir haben gegrinst. Insbesondere beim Bergsteiger trainiert. Das hat übelst viele Punkte. Wenn das kurz ist, dann wäre es so mies. Oh mein Gott, das ist ja noch schlimmer. Ich hab's auch. Oh, meinst du, wie intensiv gerade? Wie hast du das persönlich wahrgenommen? Also abgesehen davon, dass er natürlich sehr lang war. Ey, das war so krass. Ich habe das Ding gesehen, Alter, und dachte mir, ey, unglaublich. Unglaublich. Wirklich, heute noch, wenn ich jetzt dran denke, habe ich noch so Gänsehaut. Einfach ein so krasses Ding. Ja. Heutzutage ist das eines der wichtigsten Themen im deutschen Rap, ne? Das ist sehr wichtig. Und wenn dann halt beispielsweise dann Flair jetzt irgendwie sagt, so, ja, ich ficke Farid, dann ist das halt auch total irrelevant. Dafür ist sein Schwanz ein bisschen zu klein. Existiert in dem Sinne nicht für mich. Also den gibt's, aber der ist nicht Teil meiner Wahrnehmung. Viele Fans sehen es auch so, ne? Also es gibt immer wieder diese Kommentare und viele schreiben das dann auch drunter. Flair ist ein Spast und so weiter. Ja, und dann hat er halt irgendwann gemerkt, so, dass es wahrscheinlich nicht mehr so läuft. Und dann hat er halt natürlich genau das machen wollen, so was halt irgendwie dann jeder macht in der Situation. So erholt er sich keine Penisprothesen. Na gut, die Frage, die sich daran anschließen könnte, wäre natürlich, ja. Weißt du, das ist dann bei dir quasi auch dann. Ich hätte echt gedacht, du lachst früher, Alter. Ich hab Babywinde. Oh, geil. Oh ja. Die ist echt lecker, Alter. Ach, das hab ich doch nicht so. Hast du mir nie an der Babywinde genascht? Oh, mach mir keine Bilder. Stell dir mal vor, so richtig schmierige Scheiße. Ich bin doch gleich im Windel. Und das liegt so vor dir und das müffelt richtig heftig. Also richtig Durchfall, so richtig grün-braun schon. Und gleich kurz hinterher. Es tut mir leid, aber ich hab den Jelly wieder hochgewürgt. Der liegt jetzt im Eimer. Nee, das zählt nicht. Der musste jetzt... Ich hol den halt sich raus. Man sieht, ich hab ihn zerkaut. Dicker, komm. Mach da nicht so ein Thema draus. Ist ein bisschen Wasser. Der ja, hier, er hat recht. Ich krieg Herpes danach. Ein Geweih. Du packst das. Irgendwann später. Der macht's wirklich. Der macht's wirklich. Ich hab da vorhin so reingekreuzt. Dicker. Das zählt nicht, Alter. Du musst den Rausch holen. Ich hol den nochmal raus.